Jetzt habe ich wirklich 5 Minuten gequasselt, einfach das erzählt, was ich erzählen wollte. Und dann müssen wir feststellen, dass das Video, dass die Kamera überhaupt nicht aufgenommen hat. Das erste Mal, als ich getestet habe, war das Mikrofon nicht an. Und dann habe ich das jetzt behoben. Und vorher habe ich mit dem WLAN rumgespielt, damit ich die Kamera die kann ich mit dem Handy verbinden kann. Theoretisch. Also nein, es geht, ich habe es getestet. Aber wenn WLAN an ist, ist die Kamerafunktion deaktiviert, also Videofunktion deaktiviert, warum auch immer. Aber es ist halt einfach jetzt so, dass ich jetzt das schon zum dritten Mal erzähle, aber ich habe zum Glück nicht aufgeschrieben, es kommt frisch ab der Leber. Wahrscheinlich ist es noch unscharf. Und ach, okay, ich starte einen Videoblog. Warum? Ich konsumiere so viel am Tag YouTube. Am Morgen, bevor ich anfange zu arbeiten, gibt es so die ersten Late-Shows aus den USA, die gestern Abend reingekommen sind. Über den Mittag gibt es irgendwie Informatives, Lustiges oder Sachen, die mich einfach interessieren. So mit dem Essen irgendwie vom iPad oder so. Und am Abend dann die ganzen Sachen, die am Nachmittag auch reingekommen sind. Das sind zum Teil deutsche lustige Vlogs, wie jetzt Space Frogs zum Beispiel. Fräulein Chaos, Le Floyd, so ein bisschen gut zusammengeschnittene News, die wirklich richtig sind. Also News in gut, wie der Floyd sagt. Und ja, YouTube tut mich den ganzen Tag eigentlich irgendwie begleiten. SpaceX Live und wenn der Böhmermann etwas macht, dann gibt es Web-Exclusives, also Material, das nur auf YouTube erscheint und nicht auf ZDF Neo. Oder im Hauptprogramm bei ZDF. Und das Zeug schaue ich alles und ich finde es lässig. Und auch Vlogs aus den USA habe ich abonniert. Oder Marketing-Sachen. Und einer davon hat mich jetzt ein bisschen inspiriert. Der Peter McKinnon ist ein kanadischer Fotograf und Filmer, der einen Vlog führt, nicht regelmäßig. Und ja, ich wollte das starten. Das Projekt für mich. Ich will nicht eine grosse Audienz erreichen damit. Ich will nicht Geld verdienen mit dem. Ich will nicht irgendwie. Ich will nicht politisches Zeug machen. Ich will nicht dem Erdogan Würst sagen. Einfach, was mich so beschäftigt, was mich so aktuell begleitet, Sachen, die mich interessieren. Auch ein paar Geheimprojekte oder sonstige Projekte, die noch nicht so geheim sind, möchte ich im Vlog ein bisschen verpacken. Da ist zum Beispiel, habe ich jetzt letzten Sonntag einen Mac Classic gekauft und der läuft nicht richtig, also der muss repariert werden und das mache ich, obwohl ich null Ahnung habe von Elektronik. Und sonst frage ich halt den Hans vom Technikblog, grüß in Aargau. Dann ist im Juli ist noch eine 5-tägige Reise nach Paris geplant, etwas Geschäftliches, mit Spass verbunden. Es geht dort, ist ein WordCamp ist in Paris, also WordPress-Konferenz. Einen Monat später ist eine 10-tägige Reise geplant in den USA, New York und ein bisschen Anglo. Und das soll ein bisschen in Vlog verpackt werden. Dann Ende Juni fange ich noch eine Pilotenausbildung an für Privatpilotenlizenz, also kleine Propellerflüger. Das ist ein grosser Probetraum von mir. Und das fange ich jetzt an, Ende Juni. Und ich arbeite, bin selbstständig und habe vieles. Ich habe Meinungen über vieles und es stört mich vieles und das soll alles ein bisschen in den Vlog reinfließen. Und es ist noch ein hölzern jetzt im Moment, unvorbereitet, nicht Profi-Equipment, aber doch, ich glaube, der Ton ist jetzt inzwischen gut eingestellt. Und ich freue mich über jeden Abonnent und über jeden, der schaut und über jeden, der Feedback gibt und sagt, das ist schlecht und das ist super gewesen, mach doch das und sowieso, ich tue mich gerne ein bisschen richten. Ich mache das auch ganz ohne Rundfunkgebühren und Beilage. Und ja, ihr könnt mir schon mal ein Bier zahlen oder so, wenn ihr mich kennt. Ich will nicht Fame, gar nicht. Also ich will nicht davon leben, ich will das einfach mal probieren, wie es ist. Ein bisschen aus sich rauskommen auch, wie das ist, wenn ich jetzt die Kamera mal in die Hand nehme und einfach mal durch die Stadt laufe und etwas erzähle. Es gibt so viele YouTuber, die das anscheinend ohne Probleme fertig bringen. Auch wenn die Leute komisch schauen, obwohl ich müsste mir eigentlich schon fast gewöhnt sein, dass ich
komisch angeschaut wird, weil Bart hat heute schon fast keinen mehr. Es war mal noch ihm vor ein paar Monaten, aber irgendwie ist das nicht mehr. Ich sehe fast keinen mehr mit Bart, aber der bleibt auch. Dann gibt es die Tätowierung da, die jetzt noch ein paar Sitzungen braucht und da wird sowieso komisch angeschaut. Als wärst du ein asozialer Verbrecher. Direkt aus dem Gefängnis entlassen. Also kurz, jetzt gerade frisch draussen wieder. Nein. Das ist wirklich wahr. Also das ist Vorurteil. Non plus ultra immer. Die Leute schauen mich auf meinen Arm und dann schauen sie mich an. Und mit einem Bart vielleicht. Und, ich bin noch nicht drüber. Ich bin noch nicht drüber. Dort muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. Aber es ist mir gleich. Also wirklich. Es ist mir wirklich gleich. Es muss mir gleich sein. So. Gut. Jetzt, das geht schon viel zu lang. Voilà. Ich starte den Blog und ich freue mich über alle, die zuschauen. Und das nächste Video, boah, keine Ahnung, das wird demnächst kommen, weil ich eigentlich recht Spass gehabt jetzt. Und ja, freue mich auf ihr, die zuschauen und kommentiert. Und macht mit, es macht Spass und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.